Da sehen wir die Ausgabe des Bodensensors auf dem Oszilloskop. Wenn man da einen Cover auf die Sensorflächen hält, dann sieht man, dass sich die Frequenz verändert. Und wenn wir uns jetzt den Aufbau anschauen, dann sehen wir hier den Sensor verbunden mit den beiden kapazitiven Flächen und der Ausgang verbunden mit dem NRF-Duino mit seinem WaveShare Core 51822 Modul mit entsprechender Firmware. Und wenn ich jetzt auf die Unterseite oder die zukünftige Oberseite meine Hand halte, dann sieht man im Hintergrund, wie die rote LED eine Farbänderung anzeigt.